Das Thema Schulhalt hatten wir zwar schon mal, aber ich möchte es trotzdem gerne nochmal neu aufrollen, weil ich viele Anfragen von euch bekommen habe, die damit zusammenhängen, vor allem mit den First Steps, und da möchte ich gerne jetzt nochmal drauf eingehen. Also erstmal zur Zäumung. Ich würde einen schmalen Kappzaum, einen französischen Cavaillon am besten benutzen, der ein bewegliches Nasenteil hat, weil der einfach präzise wirkt und auch deutlicher wirkt als ein Halfter zum Beispiel. Mit Trense oder Kandare würde ich das eher später nur machen, wenn das Pferd schon ein bisschen Erfahrung mit der Übung hat, weil ja am Anfang ist es einfach schonender und einfacher auch zur Hand haben, wenn man den Kappzaum nimmt, vor dem Pferd steht, von der Nase aus direkt arbeiten, auf den Schädel arbeiten kann. Am besten macht man das auch nicht frei im Raum, wie ich das gerade hier mache, sondern erstmal am Rand, dass das Pferd außen begrenzt ist. Da muss man ein bisschen darauf achten, wie die Hinterfüße stehen. Am Anfang ist es nicht so dramatisch. Später sollte das innere Hinterbein parallel oder weiter vorne als das äußere stehen. Am Anfang, wie gesagt, bis das Pferd überhaupt versteht, was es soll, muss man es nicht unbedingt auch noch mit der Füßplatzierung verwirren. So, und dann würde ich damit anfangen, das Pferd so ein bisschen beweglich zu machen, dass er versteht auf meine Parade hin am Kopf und schaut mal, ich gehe auch immer mit meinem eigenen Gewicht ein bisschen auf ihn zu, dass meine Energie mitarbeitet, dass er erstmal versteht, sich das Gewicht von der Hand aus zurückschieben zu lassen. Ich würde übrigens auch ein Stimmkommando installieren, irgendwas langgezogenes, zum Beispiel ein Küsschen habe ich dafür Hier hat man genommen. jetzt gesehen, wie die innere Hüfte nach vorne kommt, sobald ich Stellung und Biegung mache. Die Parade geht durch den ganzen Körper durch. So, klar. Gut. Als Ausgangsposition brauchen wir am Anfang unbedingt so eine leichte Biegung und Dehnungshaltung, damit das Pferd entspannt ist, aber nicht überbiegen. Dann drückt man das Gewicht auf die äußere Schulter runter, anstatt das Gewicht zur Hintern zu schieben. Das Leichte ist ganz Stellung wichtig. erarbeiten, rückwärts Impuls geben. Und bevor er zurücktritt, wieder vorholen. Machen wir nochmal. Leichten Rückwärtsimpuls. Wenn das Pferd dann das Gewicht zurückschaukelt und wieder vorholt, wenn es das kennt, kann ich mit der Gerte weiter nach hinten gehen oder sogar ein bisschen neben das Pferd gehen, um weiter Richtung Schweifansatz oder Kniekehle zu kommen, um das Pferd da einzurahmen, dass es irgendwann quasi versteht, ich kann nicht nach hinten, nicht zur Seite, ich muss nach unten sinken und die Hankengelenke beugen. So, das ist Tomic, ein früheres Brittpferd von mir. Er hat bisschen Schwierigkeiten mit dem Schulhalt, weil er sich, sobald er steht, sehr festmacht. Er ist so ein bisschen nervöses Pferd und wahnsinnig, er hat immer Sorge, dass er was falsch macht. Deswegen nehme ich hier Bewegung dazu, um ihn so ein bisschen den Körper zu lösen, um die Hankengelenke zu lösen und lasse ihn dann aus der Bewegung immer wieder einen leichten Schulhalt nehmen. Da sieht man auch, er nimmt es noch nicht so gerne an. Deswegen gehe ich dann wieder in die Bewegung, um ihn erstmal wieder ein bisschen zu mobilisieren und versuche dann erst wieder in den Halt zurückzugehen. Da hilft in beide Richtungen. Dann kommst du nämlich noch besser auf den Hanken. Mach mal Schulparade. Dann aus der Schulparade, Terra Terra. Er muss so bleiben wie da. Er darf also nicht wieder runterkommen. Ich setze ihn auf die Hanken und in der Form so da tief an den Hanken die Brücke. Ja, da kommst du. Richtig. Das soll heißen, die Schulparade. Hier mal als kleinen Ausblick, wofür man die Schulparade noch benutzen kann. Das ist ja nicht einfach nur ein schönes Kunststück, sondern wir wollen das benutzen, um die anderen Gangarten zu verbessern, um insgesamt die Fähigkeit des Pferdes, seine Hanken zu beugen, auszubilden. Und deswegen mache ich hier mit QB, das ist auch altes Bildmaterial, mache ich Übergänge von Piaffe zur Schulhalt, dass er sowohl durch den Schulhalt in der Piaffe besser die Hanken beugt und die Beine auch besser heben kann, weil die Gelenke dann besser winkeln kann, als auch tiefer in den Schulhalt kommt durch die Bewegung in der Piaffe. Ja, ganz wichtig, das Pferd sollte entspannt bleiben bei dieser Übung, weil das anspruchsvoll ist und Pferde werden dabei schnell nervös, deswegen lobt ganz viel, entspannt, macht Pausen. Und lasst euch Zeit, es dauert lange, den Schulhalt auszubilden, eher Monate als Wochen. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen neues Bildmaterial, das wiederholt sich jetzt teilweise, aber ich dachte, es macht Sinn, das auch noch aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Und ja, ich bin mit QB gerade nach seiner langen Pause so ein bisschen wieder dabei, Richtung Hankenbiegung zu gehen. Und hier sieht man ganz schön, wer das Gewicht nach hinten nimmt. Ist nicht ganz korrekt, dass da so viel die Lende hochkommt, aber jetzt sieht man schon besser, er rollt so ein bisschen die Hüfte nach hinten. Wenn ihr das mal beobachtet, Hüfte zum Sitzknochen,
Das kippt da ganz schön ab und jetzt ist er auch besser in den Knien und in den Sprunggelenken so ein bisschen zum Nachgeben gekommen. Jetzt steht er nicht ganz korrekt, dann fällt das Gewicht mehr nach außen runter, deswegen korrigiere ich die Hinterbeine wieder. Wenn man so weit ist, schon in der Schulparade, ist das schon wichtig, wie die Hinterbeine stehen, sonst bekommt man einen falschen Effekt. Hier sieht man von hinten nochmal ein bisschen besser, wie das ist eher am Anfang, wie ich das Pferd forme, von Schulterreihenposition im Stehen zu Traversposition mit der Parade im Stehen. Also das Pferd wirklich ganz beweglich ist und überhaupt kein Widerstand mehr da ist. Und dann kann ich versuchen, das Pferd gerader zu lassen. Vielleicht brauche ich die Gerte auch als äußeren Zügel über dem Widerrist, damit die Parade weiter zur Hinterhand durchgeht und das Pferd so ein bisschen mehr in den Hanken setzt. Da gehe ich dann auch mit der Gerte immer weiter nach hinten, gehe vielleicht auch selber weiter nach hinten. Genau, hier lehnt er ab und zu noch ein bisschen zu viel über die äußere Schulter runter. Da dürfte auch noch eine Idee gerader Macht sein. Es macht sogar auch Sinn, den Schuh halt mal gerade, wie Bernd Brandrup das nennt, zu machen. Das heißt ohne Biegung. Dann würde sich quasi kein Vorderbein lösen, sondern das Pferd geht gleichmäßig nach hinten. Und ja, wenn überhaupt, lösen sich dann irgendwann beide. Genau, ein bisschen so. Aber diesmal hat er zu viel mit der Brust runtergedrückt, deswegen lasse ich ihn das hier nochmal machen. Ja.